Servus, grüß euch und herzlich willkommen auf der Walch im Thema Speedmapping. Ja, ich habe da gerade angefangen, eine neue Stromleitung zu legen, ja. Ihr seht oben wie ein neues Straßensystem LS19 Textur drinnen, ja, schaut sehr schön aus. Ein bisschen dunkler kennt ihr es vielleicht heute noch, meiner Meinung nach, aber das ist jeden sein Geschmack. Wie ihr sehen könnt, haben wir da den Forst oben. Die Map-Begrenzung für die ist da schon ziemlich fertig. In diesem Bereich fehlt nur mal das Ganze da. Was fehlt noch auf der Map? Die alten Forste. Da habe ich schon angefangen. Der und der ist da oben. Gehört noch gemacht. Da ist eigentlich ziemlich alles fertig. Natürlich Feinheiten könnte man noch immer machen. Und das Oze hat da oben angefangen schon weiter zu bauen. Ja. Da habe ich einen Skilift schon platziert, den was wir bauen werden. Und jetzt schauen wir, dass wir da hinten, hoppala, wo sind wir da, dass wir da weiterbauen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß, liken, abonnieren nicht vergessen. Und auf los geht's los. We'll be right back.
So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wieder liken, abonnieren nicht vergessen und schreibt mal eure Meinung zu diesen Feldgrößen, zu den Details auf der Seite einfach wieder in die Kommentare, was ihr davon haltet, für die Maisfelder oder einfach nur gegrubberten Felder, ob das zu häufig ist auf dieser Map. Ja, Mais haben wir eigentlich hier relativ wenig, aber von den gegrubberten Feldern oder sollen wir eher geplügte Felder nehmen oder angebohrte Felder? Schreibt es bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich wieder über ein Like und Abo freuen und dann bis zum nächsten Mal. Pfiat, denk. Servus.